Hey Teufel! Hast du gehört? Angeblich kriegen wir bald total neue Ausrüstung. Ach ja, ich weiß, was du meinst. Vulcan hatte vor, neue Motorräder für uns zu bauen. Er meinte, damit würde die Einheit schneller zu den Brandherden kommen. Ah, verstehe. Und was ist das für ein Gerät? Motorrad? Ein Rad mit Motor drin? Dein Ernst? Du weißt nicht, was ein Motorrad ist, Arthur? Das ist ein Bike, ein Gefährt auf zwei Rädern. Ah, verstehe. Ein Gefährt, auf dem wir unterwegs sein werden. Dann soll dieses neuartige Eisenpferd fortan den Namen Silva der Zweite tragen. Was? Nein, Mann, das ist voll uncool, Alter. Ich würde es eher Leopard nennen oder so. Weißt du, ein cooler Stahlleopard, der durch die Nacht saust. Nein, das treue Pferd eines Ritters muss Silva heißen. Wir werden aber alle damit fahren. Das hat nichts mit Rittern zu tun. Leoparden sind außerdem viel schneller als Pferde. Wie bitte? Du weißt wohl nicht, wie schnell und stark Pferde sind. Dein Leopard oder was auch immer kann da niemals mithalten. Sag bloß, du weißt auch nicht, was ein Leopard ist. Außerdem sind Motorräder... Hä? Was ist denn das? Unterlagen zu dem Bike, von dem wir gerade reden. Und? Was steht da drin? Vulcans Handschrift ist sehr schwer zu entziffern. Mal sehen. Name... Straußeinheit? Oh, krass. Ein Strauß? Aha. Naja, das ist der am schnellsten rennende Vogel der Welt. Nicht schlecht.